Der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif Erik Holm war in eine Sendung von Hart aber fair eingeladen und hat dort eine Frage gestellt bekommen von dem Moderator von Hart aber fair, Luis Klamroth. Und die Beantwortung dieser Frage, es ist wirklich der nächste Eklat. Und da fragt man sich auch wirklich, warum sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt wundert, warum die Kritik und das, also die Kritik immer größer wird und das Vertrauen in diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer kleiner und dass man denen einfach nicht noch mehr Geld geschweige denn überhaupt Geld geben möchte. Denn das, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, wir werden uns dieses Video gleich anschauen aus dieser Sendung, weil das mal wirklich einfach schockierend ist, als ich mir das angeschaut habe. Da dieser Live-Erik Holm wurde nämlich zur Parteiprogrammatik, zur Europawahl befragt und dass hier nicht mal der Abgeordnete in einer Talkshow geschweige denn ausreden darf, seine Argumentation ausführen darf, die ganze Zeit unterbrochen wird, hat mich persönlich schockiert. Und als er dann einfach so übergangen wird, wurde die Frage gar nicht beantworten durfte, weil er die Möglichkeit dazu gar nicht hatte, wurde einfach zu einer anderen Frau übergegangen, was mich persönlich komplett schockiert hat. Und dieses Video schauen wir uns jetzt hier direkt mal rein. Ich lese es in Ihrem Europawahlprogramm. Sie wollen ja auch Fachkräfte haben für Deutschland. Und da schreiben Sie, mit Blick auf gelernte Fachkräfte werden wir eine strenge Vorrang- und Alternativprüfung einführen. Zunächst sind zwingend die einheimischen Potenziale sowie der europäische Arbeitskräftemarkt auszuschöpfen. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass wir zuerst uns um unsere eigenen Menschen sorgen müssen. Wir müssen sie gut bilden, da hapert es ja schon. Wenn ich heute bei den Handwerkern höre... Was bedeutet eine Vorrang? Entschuldigung, ich muss doch mal meine Argumentation auch entwickeln dürfen. Also ja. Sonst funktioniert das ja. Aber hier ist ja eine Verständnisfrage. Also, ja, es geht darum, dass wir unser eigenes Potenzial heben. Und wir haben im Moment ein Bildungssystem, was auch an die Wand gefahren wird. Wenn ich erlebe, meine Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die darüber nachdenkt, dass wir das Pflicht-Abi in Mathe oder abschaffen wollen... Was anderes reden. Es geht ums Bildungswesen. Wir müssen unsere jungen Menschen strenge Vorrang und Alternativprüfung genau. Als Bildungswesen. Genau darum geht es, dass wir die jungen Menschen sozusagen so gut bilden und ausbilden, das dass sie in die Puschen derjenigen gehen können, die in Rente gehen. Entschuldigung. Ich stelle Ihnen eine Frage, natürlich und Sie wollen über was anderes reden, dann stelle ich Frau Müller die Frage. Es Frau geht Müller, doch um einen strenge Argument. Vorrang und... Diese Szene war ein Ausschnitt aus der Sendung von Hart aber fair von gestern, was ich persönlich wirklich vor schockieren halte, dass Herr Klamroth einfach hier den Abgeordneten nicht aussprechen lässt, weil vor allem aktuell in einer Zeit, wo ja der politische Respekt voreinander immer kleiner wird, man hört es ja immer wieder, egal aus welcher Partei, ein Beispiel beispielsweise die FDP, wo ja die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl von Schmeißfliegen redet, also das mal hier anders gesagt, das sind ja wirklich schockierende Aussagen und dann hier in einer Talkshow, vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es um die neutrale Erörterung der Argumente der Parteien gehen sollte, wo man wirklich schaut, was ist das für eine Meinung, lässt man hier den Herr Holm gar nicht ausreden. Und was Herr Holm sagt, ist ja wirklich mal was ganz Interessantes und eine hochbrisante Debatte. Und zwar, dass man nicht die Arbeitskräfte aus dem Ausland braucht, sondern dass man einfach die Leute aus dem Inland holt. Oder was heißt holt, dass man die einfach qualifiziert und dass diese Leute dann diese ganzen Jobs ausüben. Weil was ja viele vergessen, deswegen habe ich dieses Video auch mal gezeigt, Herr Holm durfte nicht ausreden, aber er hat es schon zum Teil angesprochen und das möchte ich hier nochmal ausführen, weil ich das extrem wichtig finde, eine extrem wichtige Debatte. Man braucht ja nicht unbedingt irgendwie die ganzen Leute aus dem Ausland nach Deutschland holen, weil beispielsweise, um jetzt mal gleich mal davor weg zu sagen, das klappt ja auch nicht, weil Deutschland hat ja über die letzten Jahre Millionen Leute in Deutschland versucht also in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt hinein zu integrieren. Beispielsweise hat Deutschland auch 1 Million Ukrainer, wo irgendwie 70% oder ungefähr circa Bürgergeld empfangen. Das klappt ja alles nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Und es sind ja auch nicht nur die Ukrainer, die jetzt vom Krieg geflohen sind. Nein, es sind ja auch hier die Syrer, die Afghanen, die schon vor einigen Jahren hier nach Deutschland gekommen sind. Nein, der Bogen spannt sich ja weiter. Was wirklich mal ein was wäre, wo man auch wirklich als Deutschland wieder, das ist, muss man sich immer vorstellen, man hat die eigenen Arbeitskräfte im eigenen Land, soll aber aus irgendwelchen anderen Ländern, aus welchen Ländern auch immer, irgendwelche anderen Leute hierher holen und die dann integrieren. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Wieso sollte ich denn in ein anderes Land gehen, die Leute hierher holen, wenn es hier in Deutschland auch genügend Leute gibt, die diese Tätigkeit auch wirklich ausüben können, es vielleicht einfach nicht wollen, oder einfach sagen, ja, für den Lohn, wenn ich irgendwie daheim bin und Bürgergeld bekomme ich fast schon mehr irgendwie. Also in dem Sinne jetzt mal
so überspitzt zu sagen, als wenn ich irgendwie arbeite. Das sind doch alles so Probleme. Und Herr Holm, deswegen fand ich es auch schade, dass er da nicht ausreden durfte, weil es wird ja immer nur über die AfD geredet. Wenn man schon mit dieser Partei auch zusammenarbeiten möchte, muss man sich auch mit dieser Parteiprogrammatik auseinandersetzen. Und hier hat man ja Herr Holm einfach gar nicht aussprechen lassen. Und das vor allem in einer aktuellen Zeit. Das ist halt einfach nur schockierend, denn man muss die Leute mal ausreden lassen, dass die Leute auch mal wirklich ihre Meinung äußern können, denn Herr Holm hat ja doch einen wichtigen Punkt angesprochen, beispielsweise die PISA-Studie, die Bildung in Deutschland wird immer schlechter. Ja, was könnte man machen? Man könnte auch einfach mal so hergehen und sagen, okay, wir tun jetzt erstmal wieder die Bildung nach oben kurbeln, dass die Leute alle wieder gebildeter werden, dass die Leute Lust auf die Schule haben, dass die Leute möglicherweise auch mehr studieren oder sie müssen ja gar nicht studieren, aber dass sie wenigstens eine Ausbildung machen und nicht einfach irgendwie arbeitslos sein wollen oder sonst irgendwas. Einfach die Deutschen wieder in Arbeit bringen und dann kann man natürlich auch über qualifizierte Einwanderung nachdenken, wenn das Ganze mit den Deutschen nicht ausreicht. Und viele sagen ja, das reicht nicht aus, dass man da möglicherweise handelt. Das ist ja gar keine Frage. Aber dass man hier heute gar nicht aussprechen lässt, und das ist ja auch ein wirklich wichtiges Argument, es gibt viele Deutsche, vor allem Junge, die einfach aus der Schule rauskommen und halt einfach nur mal, das ist ein Fakt, wenn man sich die Statistik anschaut, halt einfach ja, in keine Ausbildung gehen, kein Studium machen, nichts. Das ist halt einfach ein Problem. Das sind natürlich Leute, die dann danach im Arbeitsmarkt wieder fehlen. Und das Problem fällt halt einfach jetzt schon auf. Vor allem die Leute, das ist ja ein riesiges Problem, weil die Leute sollen ja dann am Ende des Tages auch wieder den Leuten in ein paar Jahren die Rente bezahlen, wenn sie dann arbeiten durch den Drei-Generationen-Vertrag. Also das Ganze bricht auf kurz oder lang einfach zusammen. Und das geht halt einfach nicht. Und dass Herr Holm hier in dieser Sendung einfach ein wichtiges Argument bringt und nicht ausreden darf, ist halt meiner Meinung nach einfach schockierend. Lassen Sie mich da gerne mal Ihre Einschätzung dazu in den Kommentaren wissen. Würde mich sehr interessieren und auch, was Sie davon halten, dass Herr Holm hier gar nicht ausreden durfte, einfach so übergangen wurde. Kommentieren Sie es und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.